Das ist so ein Fallout-Menü, da gehe ich gleich raus. Ist mir zu grün. Normalerweise, wenn du irgendwo hinkommst und was nimmst, zählt es sofort als gestohlen. Aber hier kannst du halt alles mitnehmen, das ist okay. Also hier pennt sie, was ist hier oben? Ist hier das Cockpit? Ja, ich wusste, ich soll das, dass ich das wechseln soll. Dachte mir schon, ich wechsle mein Headset, während ich auf, wenn ich zur Toilette gehe, aber. Was für Zeit? 4,5 Stunden kommt immer Low Battery. Okay. Dann wechseln wir mal schnell. Verbunden. Wenn ich mich jetzt hinsehe, gehört das Schiff mir. Credits 1500. Ich kann den Frachtraum klauen von ihr. Credits, Polymer, Stimulantien, Lösungsmittel. Ja, warte, ich lass. Lass mich mal kurz speichern. Du bist nicht befugt, das Schiff zu fliegen. Zum Glück, ich dachte schon, was hier los. Gut, dann nachdem wir sie komplett ausgeraubt haben, quatschen wir mal mit ihr. Ich hoffe, ich lebt sie noch. Hallo. Bestimmt erschreckt sie sich jetzt, warum wir hier sind. Sie hat uns doch eingeladen oder ist das ein automatischer Notruf gewesen? Oh. Okay, sie lebt. Hallo. Hallo. Hab gehofft, dass du vorbeikommst. Ja klar, gerne. Schlimm, dass man im Weltraum immer allein ist. Ich habe immer mit meiner besseren Hälfte gespeist. Okay, die ist einsam, oder? Bis sie verstorben ist. Wow. Ich habe jede Menge. Bring Hunger mit. Chicken Tikka hinzugefügt. Was ist mit deinem Ehemann passiert? Das ist schön zu sehen, um wahr zu, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Da muss ein Haken geben. Es tut mal gut, jemanden in echt zu begegnen. Schön, dich kennenzulernen, Ma'am. Was ist mit dem Ehemann passiert? Die Zeit. Aber er hatte ein erfülltes Leben. Ja, die Zeit ist halt macht meinen Tritt, Kindern, ne? Habe ich immer gesagt, Leben ist eine sexuell übertragbare, tödliche Krankheit. Die haben das sowas von gehasst. Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Alles klar, Rutzki. Ich hoffe, ich konnte das Spiel ein bisschen näher bringen und dass du mich da nicht hasst, wenn du spielst. Aber wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich wünsche dir ein angenehmes Träumchen und ja, schlaf schön. Bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Das finde ich schon wahr zu sein. Da muss es einen Haken geben. Schön, dich kennenzulernen, Ma'am. Ist mir eine besondere Freude, dich kennenzulernen, die Dame. Die Dame. Seit letztem Jahr bin ich im Ruhestand und reise jetzt viel. Okay. Ich wünschte, ich hätte das machen können, als ich noch jünger war. Meine Enkel finden es schlimm, dass ich hier draußen bin. Die sind auf 180. Ja, irgendwann muss man ja anfangen, oder? Aber im Alter ist auch okay. Ich begegnet bin. Was ist das Seltsamste, was du erlebt hast? Schau mal. Ich habe mal jemanden zum Essen eingeladen wie dich. Und dann? Und dann kommt der Splitterfasernackt an Bord. War okay. Ein Nudist der alten Schule. Er meinte, im Weltraum sehe das niemand. Ich hab's aber gesehen. Ja, aber ist doch toll, oder? Dann hat sie auch mal noch mal einen Penis gesehen. Eine Großmutter so weit weg von ihren Elternkindern zu finden, ist ungewöhnlich. Der Weltraum scheint exzentrische Persönlichkeiten anzuziehen. Im Weltraum ist es gefährlich, denn Enkelkinder machen sich aus gutem Grund Sorgen. Ach, die sind überall verstreut. Aber jetzt sehe ich sie andauernd. Ja, wenn du hin und her fliegen kannst, oder? Was hältst du von den besiedelten Systemen? Unglaublich, dass es so viele Sterne, Planeten, Monde ja, und Wahnsinn, was gell? Weiß ich nicht. Viel alles zu viel gibt es da draußen. Da wird einem schwindelig. 1000 Credits geben. Brauchst du was? Vielleicht kann ich dir mit dieser Spende helfen. Wie random. Neue Leute zu treffen ist für mich das Schönste im Weltraum.
So weit und leer, echte Schwerkraft mag ich auch lieber. Genau das liebe ich. Es gibt mehr zu sehen, als man in einem Leben schaffen kann. Kannst du laut sagen. Ich bin total kaputt, Liebchen. Ein ziemlich langer Tag geht zu Ende. Der hat doch gerade gepennt. Aber nimm gerne noch Essen oder was. Habe ich alles mitgenommen. Mit. Ich habe reichlich. Gute Reise, Liebchen. Okay, das ich war's. Ich mache nur kurz ein Nickerchen. Okay, ich kann mit dir gar nicht mehr interagieren jetzt. Drift nehme ich auch noch mit. So, jetzt hat sie gar nichts mehr hier. Ach, da sind noch mehr. Whiskyglas, Kartendeck, Spiel. Ist ja nicht so, dass wir einer alten Dame alles klauen würden, aber ich meine, das hat der Chat gesagt. Das hat Chat oder Voodoo gesagt. Das ist immer so. So. Da unten war ein Schneidebrett. Ich kann das nicht nehmen. So, hier. Xenobiologie. Okay. Dann docken wir mal ab. Dann docken wir mal ab. Gut. War nett. Einsteigen. Sag Bescheid, wenn du startbereit bist. Immer mit der Ruhe hier. Vielleicht finden wir jetzt den größten Fan hier irgendwo. Bei mir ist alles bestens, Captain. Ei, ei. Da ist er endlich. Guck mal, da ist er. Wie kann ich dienen? Ich hab ihn. Was gibt's? Lass mich raten. Du rettest die Welt. Hab ich recht? Ja. Oder hab ich recht, oder? Darf ich dich was Persönliches fragen? Klar doch. Schieß los. Kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Ach, so interessant bin ich nicht. Ja, natürlich, klar. Ich mag klar. Kaffee, ich mag Tee und ich bitte den Boden an, auf dem du gehst. Aber, naja. Ach so, okay. Eigentlich schweben Engel doch, oder? Ja, als Fan muss man sowas sagen. Tja, erstmal kam dein Sieg auf Vectera überall in den Nachrichten. Okay. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang. Kapitel aus der 437 Bände starken Anthologie über deine Größe. Ja. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis sie schreiben werden. Ich zähle die Sekunden bis dahin. 1001, 1002. Also über meine Größe kann man viel schreiben. Also klar, also na sicher. Nur braucht man da mehr Bücher und einen langen Maßstab. Du bist aber nicht verliebt in mich, oder? Oh, keine Sorge. Meine Liebe ist rein platonisch. Mhm. Unzerbrechlich? Ja. Unnachgiebig? Absolut. Romantisch? Oh Gott, nein. Oha. So etwas Reines würde ich niemals mit so etwas Gewöhnlichem besudeln. Vernünftig. Mit so einem Kerl wie dir will ich auch nichts anfangen, Digga. Wir müssen über dein Fan-Dasein reden. Machen wir mal kurz. Oh nein. Das klingt nicht gut. Handel. Ich glaube, ich sollte Credits von dir dafür verlangen, dass du meine Nähe sein darfst. Oha! Ich finde, dein Fan-Dasein ist exzessiv. Das passt schon. Jetzt los, zieh Leine. Du sollst dir andere Interessen suchen, die angreifen. Du sollst dann mal gehen für immer. Nee. Kannst du bei deinem Fan-Dasein eine Schippe drauflegen? Ich finde, du hast ein wenig nachgelassen. Boah. Machen wir das. Doch, nichts leichter als das. Auf einer Skala von 1 bis 10 werde ich 11-mal unendlich sein. Warte es einfach ab. Okay, nice. Schön. Ich habe mir überlegt, ich will ja eigentlich mit ihm reisen, damit er mehr schleppen kann. Aber mit der Sarah habe ich ja schon, also versuche ich ja und wollte ich ja was anderes noch machen, ne? Also. Ich höre. Okay, hier, das da. Natürlich. Okay, gibt nichts Neues. Du musst los? Okay. Wir müssen los. Wie viel habe ich denn da eingepackt? Ein bisschen. Rachtraum. Inventar. Erste Hilfe.
haben wir alles eingepackt hier? Ressourcen können alle rüber. Und sonstiges tun wir auch alles rüber. Na, Dittrich nicht. Als ob das Schiff schon nicht genug wiegen würde, ey. So viele haben wir jetzt gelootet in einer kurzen Zeit. So, wenn wir wieder random Händler treffen, verkaufen wir die und machen es jetzt aber nicht extra. Okay, weiter geht's. Wir müssen mit den Typen quatschen. Sprich mit Wladimir, begib dich zum Planeten Nira. Finde das Artefakt auf dem Planeten Nira. Oh. No, direkt Artefakt finden? Echt? Okay, machen wir mal. Energie. Let's go. Ach, ist das da das Ding dann gekommen? Großmutter. Ah, wir sind ja extra dahin geflogen und dann kam sie. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Hier, da, oder? Mira. Planeten anwählen ist halt hier am einfachsten. Hier, da findest du Artefakt mit Nira, okay? Na dann. Suchen wir mal das nächste Artefakt, Jungs. Und Mädels. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Wow, was, wie schaut denn das hier aus? Dunkel und kaputt hier. Let's go! Oh, endlich sind wir mal vom Schiff runter. Ja, echt, ey. Verlassen das Labor entdecken. Sie meine Hilfe? Nee, ich geh mit Sarah. Sorry. Sie ist an ihr ein bisschen mehr Fleisch und Blut als du. Also als, ne, du weißt schon. Ist das wirklich die Mission? Bin ich hier richtig? Überprüfe das Inventar des Schiffes. Verlassenes Robotiklabor. Mein Schiff. Ist das hier wirklich da, wo ich hin muss? Hauptding. Hier. Ist angewählt. Okay. Okay, ist angewählt. Passt. Gut, dann vor dem nächsten Artefakt nochmal richtig speichern. Wird das nicht beschützt von irgendwelchen Leuten hier? Oh. Kein Schuss mehr, aber automatische Geschütze immer gefährlich. Doch, einen Schuss habe ich noch. Komm, ich geh mal da rein einfach so. Einer ist immer hier drin. Gut, dass er sich wehrt. Helm, okay. Ist Sarah draußen geblieben oder was? Ja, Sarah kann ja schon mal ein bisschen aufräumen. Wir werden mal hier ein bisschen looten, aber natürlich nicht alles, sonst wäre das alles zu viel, wird zu lange dauern. Let's go. Nehmen wir noch mit. Komm. Munitionskoffer, ja. Ist sie echt draußen geblieben oder was? Na gut. Bin auf dem Weg. Aber der Schaden war gut von der Sniper. Oh, die haben jetzt auch so Brandmunition. Was frech. Yo, 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 yo. Yo! Gut, dass das Geschütz
noch nicht mehr funktioniert hat, sonst wäre es gerade neben mir gewesen. Wow, 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 nicht schon wieder. Überall Tretminen hier. Immer. Wir wissen einfach so, wo das nächste Artefakt ist, oder was? Das wissen wir einfach so, oder wie? Oh mein Gott. Das ist genau die gleiche Station, wie wir schon mal hatten. Wenn ich jetzt um das Haus herumlaufe, ist alle 5 Meter so eine Mine. Ne? Ja, bei so einem Komplex waren wir schon. Genau da, genau hier, so ein Komplex. Das geht hier so lang. Dann habe ich gesagt, dann habe ich dieses Gebäude extra hier noch, da wo ich da gerade drin war. Genau bei dem identischen Komplex waren wir schon mal. Stimmt, da war ich da drin. Das ist riesengroß da drin. Und dann noch das extra Gebäude hier. Das sah genau gleich aus. Ich würde gerne loten, bevor wir noch weitergehen. Also zumindest die Leichen mitnehmen. Dann haben wir zumindest ein paar Waffenhelme so gelotet. Wo waren die denn alle? Das hier bei dem Modell A, okay. Kann man machen. Ja, ich wusste, dass hier auch Minen sind. Gott. Überall Minen. Aber die sieht man gar nicht, oder? Ich habe sie einmal drinnen gesehen, aber hier... Stimmt, wenn man genau hinschaut, sieht man ja, wo sind denn die ganzen Leichen noch zum Looten hier? Ufo immer lecker. Splittergranate, ich vergesse auch Granaten zu werfen. Aber ich schieße die ja so gut ab mit meiner Kanone, von daher bringt es ja fast gar nichts. Wir haben erstmal die Sachen alle. Erste Hilfe, Munition. Sniper-Muni wäre halt witzig zu haben, noch mehr. Die war schon stark gegen die automatischen Geschütze da, gell? Das war schon sehr, sehr wild. Na gut, gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Immer wilde Kämpfe hier. Noch nie zugeschlossen hier. Vielleicht geht sowas gar nicht. Dass man sowas zuschließt. Let's go. Ach, hat schon gespeichert. Gut. Schuh links und rechts. Spaghetti. Ja, wir waren in so einem Ding. Identisch war das. Hä? Identisches Teil. Das ist ziemlich groß hier. Da, wo wir doch so viel gelootet haben. Selbst der Müllsack war da. Hä, waren wir dann in diesem Ding schon mal drin und haben einfach nur so reingeschaut? Ohne Quest? Das ist eins zu eins genauso gemacht, wo wir schon mal drin waren. Ja, auch das Gym hier und so.
Wir hatten schon mal hier alles gelootet. So viele Waffen testen, aber die ist einfach die beste, ey. Du bist tot. Oh, die ist auch neu. Die ist neu hier. Das ist, glaube ich... Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Der wollte mit der Axt auf mich zurennen, ne? Nur die Axt gehabt als Waffe. Genau. Genau so waren wir schon mal. Da sind wir hier rein. Weil wir sind halt hier auf der falschen Seite gewesen. Aber ich wollte mir das unbedingt anschauen. Die ist ja auch nicht ohne, Alter. Hat nur wenige Schüsse. Dann schnappen wir nur das Wichtigste hier und gehen dann wieder. Also nicht so Ultra-Loot hier wie sonst. Oh mein Gott. Oh, wow, wow, wow. Das kann jetzt wieder dauern. Ich versuche mal einfach trotzdem random. Ohne viel nachzudenken. Ich mache einfach die da sind und fertig. Nun mal müsstest du schauen, was du am Schluss noch brauchst. Am Schluss brauchst du einfach... Okay, ich guck, kannst du mal gucken. Am Schluss brauchst du 3. Am Schluss hast du nur 3. 2 und 1. Das hier, oder? Ne, geht nicht am Schluss. Am Schluss kannst du den 1er hin tun vielleicht. Und dann ein 2er. Also hier ist das, ist, ich meine, finde, wird von der letzten dritten Reihe das 1er vielleicht behalten. Was ist hier? Letzte Reihe. Hier sind mehrere Einser. Es sind 3 Einser. Die könnte man in die letzte Reihe hin tun. 1, 2, 3. Aber gibt es kein einziges, was da passen würde? Das würde passen. Das und das Einser. Zack und ein 1er. Also heben wir uns mal die beide auf. Die letzte Reihe. Einfach mal so. Und dann müssen wir versuchen, mit den anderen da rein weiterzukommen. Okay, dann... Nehme ich einfach mal, keine Ahnung. Lassen. Boah. Okay. Hat geklappt. Nicht gedacht, dass das so einfach ist. Okay. Die waren am Anfang ultra schwer. Ich muss halt noch mehr... Da muss ich ja noch knacken hier. Technologie ist das, gell? Noch 6 Stück, dann komme ich weiter. Wodka. Tablett, Gesundheit. Boah, die sind halt schon teuer. 380, ich muss diese Sachen schon mitnehmen. Also die teuren Sachen nehme ich mit. 240 Wodka, also Tablette ist jetzt egal. Kaffee verpacken. 165, ja leck's mich doch. Kaffeetasse 55? Boah, okay. Bücher auch teuer. Oliver Twist. Hey, wenn ich noch wüsste, wo die eine da war. Stream ist an.
Jo, gleich. Wenn ich noch wüsste, danke. Wenn ich noch wüsste, wo die ist, die eine, die eigentlich solche Geschichten, das war, glaube ich, in Aquila City. Also wenn ich wüsste genau, wie ich da hinkomme auf die Schnelle, dann würde ich das machen. Oh, warte, das ist, wo ist denn die Maus? Dahin kommt, tue ich schon. Zur Stadt, aber zu dem Laden, wo sie ist, da würde ich mich verlaufen erstmal auf dem Weg, deswegen auch egal. Hast du schon wieder das Ding, oder was? Also hast du jetzt am ersten Tag durchgeschafft und jetzt schaffst du es nochmal durch, oder wie? Machst du New Game Minus? So, okay, gut, habe ich. So, okay. T-Kessel 75. Gibt es weiß 8. Ach, das ist ja krass, wenn du bei YouTube das Ding minimierst, macht da Pause, dann kannst du genau da weitermachen, wo du warst. 55, ja, das ist 165, 55. Glaube, bis ich Preise vergleiche, nehme ich einfach alles. 10. 75, 105. Keller 35 jeweils. Ach, das ist egal. 35 für den Teller ist schon krass hier. Hier Tja, Medizin. das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Okay, also Alkohol ist arschteuer. Das ist identisch, weil ich kann mich noch in die Zwiebel erinnern. Also, wir müssen schon hier gewesen sein, bevor es die Mission gibt, weil ich weiß ja, dass das alles random generiert ist, aber so 1:1 weiß ich nicht. So 1:1 wäre halt schon zu krass. Ich habe mich noch gar nicht hier umgeschaut. 55 Wert Bier. Das ist schon nicht ohne, ey. Vom Preis her krass. Okay. Weiter geht's. Ist das auch das, wo die Geschütztürme waren? Mein Schuss habe ich ja genug, so ist ja nicht. Ist das eine Mine? Jo. Ja, das ist genau die Mine, die ich letztes Mal gesehen habe. Wo ich vorhin meinte, hey, ich habe schon mal einen drin gesehen, das ist genau die hier. Ja, und das ist das große Ding, wo ich dann gesagt habe, da ist so ein Baum da. Okay. Ist noch nicht klar, dass es halt identisch ist. Und hier sind schon eine Menge. Ich finde gut, dass hier das Zoom so Heute gut ist. Der falsche Tag, um mich zu nerven. Aber trotzdem nicht so gut wie die hier, ist die Waffe. So oder so. Egal was ist, die ist die beste hier, da. Oh, der geht hoch, oder? Weil die kann... Die kann halt noch die Leute vergiften. Zum Brennen bringen, verkrüppeln, vergiften. Alles. Schon, ich war letztens hier in dem Ding, dann hab hier rumgefummelt. Als die Kämpfe noch aktiv waren.
7 war das, oder? Ja. Das ist 7. Ich muss die dann näher tun. Das ist grob einfach viel wert, ey. Das sieht schlimm aus. Ja, ja, das sieht auf jeden Fall schlimm aus. Woran hier auch experimentiert wurde, lassen wir lieber die Finger davon. Einfach mal grillen, die Jungs hier und die Mädels. Einfach mal grillen hier. Okay. Einfach nur traurig. Was mag dieser Arm? Wir müssen gar nicht hier lang, gell? Oh, das ist der Anfang. Einheiten aktivieren. Feinderkennung aktualisieren. Feinderkennung. Feinderkennung einstellen. Kampf in ihm entfernen. Bestätigung. Kampf in ihm entfernen. Okay. Einheiten aktivieren. Einheiten aktivieren. Deaktivieren. Okay. Einsteiger. Hey, nice. Läuft er doch da rum hier? Wird das noch released dieses Jahr, die Version 1.0? Tür verriegelt Lehrling. Wäre immer so geil, wenn so ein Ding gehen würde. Mit so vielen geht selten. Oha, lass das bitte gehen. Scheiße. Naja, das hätte ich nicht so machen dürfen. Ich hab nur noch das Zweier. Ich hab irgendwo... Muss ich das ändern. Aber welches? Okay. Wer das verschlossen hat, muss etwas Wichtiges versteckt haben. Ja, aber so schlimm war das jetzt auch nicht, oder? Pistole? Nur wegen der einen Pistole, da Medipacks am Boden. Okay. Aber Medipacks können wir mal eins nehmen, ja, dann spritzen. KI-Bewusstsein-Adapter, was ist denn das für ein Zeichen da? 14.840? KI-Bewusstsein-Adapter. Was ist das für ein gelbes Zeichen? Das bedeutet doch immer irgendwas. Krass. Und hier? Ja, ich muss doch das anmachen. Zum Looten. Sieht man einfach besser.
Sieh mal an. Da oben auf dem Steg ist ein Terminal. Wie kommen wir da hoch? Hab ich doch schon gemacht. Und hab die Roboter deaktiviert damit, glaube ich. Wenn ich am Anfang machen kann, dann war aber eigentlich kein Widerstand von irgendwelchen Sachen. Gleiche passiert. Ach, hier runter, okay. Haben wir nichts, was. Das ist auch viel wert, dass das Dings da. Hier können wir durch. Jo, hab ich gesehen. Wenn wir uns diese Schiffe kaufen wollen und so, ist das schon wild. Du trägst so viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, wenn du möchtest, kannst du ein bisschen was tragen. Ich würde trotzdem noch mal kurz schauen, bevor wir jetzt hier da reingehen, weil ich will nicht nochmal zurückkommen, muss den ganzen Scheiß machen, nochmal looten zu müssen. Deswegen mache ich jetzt und fertig. Ich nehme mir eh schon nicht mehr alles mit. Aber die teuren Sachen müssen sein. Ich muss dir auch dein Gehalt zahlen, Sarah, oder nicht hier? Sarah. Wie viel ist denn jetzt das Gewicht? Ach, 268. Ich laufe 75% noch mit meinem Skill, wenn ich überladen bin. Also, entspann dich mal. Hier sind so kleine Viecher. Genau. Genau. Gib Bescheid, falls du Hilfe beim... Das ist identisch... Warte, welche brauchen wir unten? Das einfach so oder was? Okay. Raus. Also hier war doch noch so eine Mauer letztes Mal, oder nicht? Wie geil. Jetzt laufen wir auch wieder in die Mine und so. Ist da ein Raumschiff gelandet oder was? Meister, das ist noch zu schwierig. Oh nein, wegen? Ich muss noch 3 Schlösser knacken. Dann kann ich auch Meister. Dann können wir auch Meister, meine Freunde. So, dass wir hier wieder mit dem... Er hat wie die Quest nicht gestern, wenn wir dann rausgehen, sind noch die anderen da oder nicht? Okay, mal schauen, ob wir nicht die gleiche Quest haben wie gestern. Doch. Das Artefakt. Geil. Wir haben gestern so ein Raumschiff von oben gesehen, glaube ich. Wahnsinn. Und dann kommen wir gleich... Und dann kommen wir gleich in diese... Hauptstation. Dann merke ich mal, wo das ist.
Hast du was Nützliches? Sie hat das? Okay. Inventar. Ressourcen. Sonstiges. Obwohl, ich müsste noch 5000 Meter laufen, wäre noch voll geworden. Aber gleich, vielleicht tue ich jetzt noch schon noch ein paar Sachen sammeln hier. Und ich muss auch das wichtige Artefakt tragen. Bis dann. Krass, noch ein Artefakt hier einfach. Wahnsinn. Wahnsinn. Bin gespannt, was für eine Szene jetzt kommt. Schon geil. Auch gar nicht diese Quest anvisiert, oder? Kann es sein? Nehmen wir auf jeden Fall das hier mit. Dieses Geräusch finde ich geil, dieses. Der Artefakt ist hier krass. Mit ringsherum und dann können wir auch dann gleich uns danach auf die Socken machen. Okay, was sehen wir jetzt? Weiß nicht. Was haben wir gesehen? Das geht da anscheinend nicht. Okay. Krass. Käfer oder was? Ob wir hier nicht so easy rauskommen? Oh, wir haben auch sogar Sniper-Munition bekommen. Geil. Ich würde nicht die nehmen. Mal schauen, ob uns die hier rauslassen. Das Lustige ist halt... Habe ich die richtige? Doch, ich habe die richtige.
Rückkehr nach Vectera. Hauptmission. Kehre nach Vectera zurück. Finde ein Artefakt. Begib dich zum Planeten. Oder hier finde hier Andrea. Das ist schon richtig. Glaubst du, das könnte uns nützen? Weiß ich nicht. Meinst du? Hier gibt es eine Art Ausgang. Wo denn? Ja, wir könnten da rausgehen, wo wir reingekommen, also wo wir vorhin sind. Aber ich hab vielleicht hier noch was zum Looten. Wir haben ja vorhin den einen Gang gefunden. Hier sind wir auch gleich da. Vergessen nie, gell? Hier. Alles genommen. Sind die eh draußen. Jetzt, wenn die handeln, dann sind wir schon draußen. Okay. Nur was erwartet uns jetzt hier draußen? Ist hier jemand? Haben wir es mitbekommen? Wieder die gleiche Szene? Dass wir sagen, hey, wir haben den eh. Haben die eh schon besiegt? Erwartet uns was hier? Nie, oder? Finde Andrea. Okay, let's go. Direkt dahin reisen. Ihr Grafantrieb ist tot. Oha, scheiße. Wir haben so ein langsames Raumschiff hier. Oh, ich hab nicht auf die... Oh mein Gott, ich hab nicht auf die... auf die Waffen. Oh, scheiße. Ich war ein Schild hier offen, ich hab nicht auf die Waffen. Gleiche Situation wie gestern. Ja, ich hab so lange gebraucht, um das zu sehen. Ich hab halt hier Energie auf die Waffe. Ja, wozu, wozu? Unser Sprungantrieb ist ausgefallen. Leichte Beute. Warum haben wir nichts zum Reparieren eigentlich? Was brauchen wir denn zum Reparieren? Eigentlich. Du bist Geschichte. Er oder ich, er oder ich. Hier spricht das Freestar Collective Schiff. Bitte antworten. Annehmen. Der Absprung ist zurück. Ziele. Ich dachte, wir hätten es im Griff, aber einige verdanken dir ihr Leben. Jo, sehr gerne. Ich könnte ein paar Ersatzteile brauchen. Oh. Erledigt. Danke. Danke nochmal für die Hilfe. Bitte. Wiederhören. Tschö. Ja, damit ich reparieren kann. Was muss man denn kaufen? Anscheinend habe ich das alles verkauft, dass man was reparieren kann. Ich habe jetzt volle Energie auf die Waffen. Die sind schon stark. Wohin geht's? Was machen wir? Was steht für uns als nächstes an? Das steht als nächstes an hier, da. Das da. Hier. Da müssen wir hin. Finde Andrea. Ich glaube, das wird das sein, oder? Sarah wollte mit mir reden. Bringen wir den Vogel runter. Ja. Starframe Logistics. Ich suche nach feindlichen Lieben. Wir sollten uns mal unterhalten. Nur wenn du Zeit hast. Für dich immer doch. Für dich immer doch. Was passiert?
Hi. So, wir könnten mal kurz. Kann ich jetzt Inventar zugreifen vom Schiff? Nee. Warte mal. Könnte ein paar Sachen. So viel schleppen muss hier. So, dann sind das die Sachen, die ich halt sofort halt ins Schiff tun kann. Erntermesser. 30% mehr Schaden bei Aliens. Oh, das klingt noch. Alien-Ernter. Ui, was ist das? Weltraumexperte Pazifier. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut. Glaube, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr. Das ist krass. Was ist das? KI-Bewusstsein-Adapter. Was? Warum kann ich nicht sehen, was das Zeichen heißt? Warum zeigt man manchmal das Spiel nicht an? Hey, das ist was Wildes hier. Warum zeigt man es echt nicht an, sowas? Wenn ich drüber hover oder so. Wieso sagt das Spiel mir das nicht? Sag mal doch, dass das was Geiles ist hier. Achso, die Assisi-Quest. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ich. Ja, bitte. Ich kann ein freundliches Ohr brauchen. Okay, hier hast du ein Ohr. Ich habe eine Nachricht der Constellation erhalten. Oh, von der Konstellation? Die mich sehr ins Grübeln bringt. Oh, was passiert? Hoffentlich keine schlechten. Wenn es an uns ist, können wir sofort hin. Nein, das ist nicht so schlimm. Ja, okay. Es sind nur ein paar Anfragen zu Wegen? Dingen, die ich normalerweise regle, wenn ich dort Aber? Bin. Ja, bist du nicht da. Mit mir Aber draußen hier, Main. Ich bin hier draußen mit dir. Ja, klar. Es geht wenig um Nachrichten, sondern selbst, sondern um das, bist du wütend, dass ich dich von der Loge fernhalte, bekommst auch solche Nachrichten, hast du das Gefühl, deine Pflichten zu vernachlässigen? So in etwa. Schwer zu erklären? Es ist schwer zu erklären. Aber? Bevor ich zur Constellation gekommen bin, ja? War ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps. 8 Jahre lang? Bis die UC die Division dicht gemacht haben. So, wer hat das mit den Nachrichten dazu tun? Was genau war das Navigator Corps? 8 Jahre ist ordentlich lang für ein Regierungsprogramm. Muss schmerzhaft gewesen sein. Schließlich war das deine Division. Jeder hat mal mit dem... Hier. 8 Jahre ist lang, ja. Wenn wir nennenswerte Erfolge gehabt hätten, würde ich dir zustimmen. Aber haben sie nicht, Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Okay. Und nach dem Krieg war das Geld knapp. Es war also klar, sie machen uns dicht. Okay. Ich habe die Division geleitet. Also hat man natürlich mir die alleinige Schuld gegeben. Uiuiuiuiui. Du hast gegen unmögliche Widrigkeiten gekämpft. Es ist lächerlich, die ganze Schuld auf dich zu nehmen. Von welchem Krieg reden wir? Ernsthaft? Vom Koloniekrieg natürlich. Lone Wars, wie in jedem schon, Spiel anscheinend. Der kleine Zwischenfall, der tausende kleine. Von guten Männern und Frauen das Leben gekostet hat, weil um Grenzen gestritten wurde? Von dem Krieg. Ach, Entschuldigung, jetzt, chill doch mal. Pff, von wegen. Von wegen. Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht verstehst du also, was ich sagen will. Ja, schon. Ich bin gescheitert. Weil mir die Erkundung der Sterne wichtiger war als Papierkram. Ja, scheiß auf Papierkram, ist ekelhaft. Wäre ich engagierter gewesen, hätte unsere Division sicher die Chance gehabt, ihren Wert zu beweisen. Nee, das wäre genauso ausgegangen, meine Liebe. Also mach dir keinen Kopf. Deine Division hat keine einzige bedeutende Entdeckung gemacht. Das Militär war offensichtlich nicht deine Berufung. So sehr man auch kämpft, manche Schlachten kann man nicht gewinnen. Unsinn, niemand hätte so sehr auf der Fortbestand der Division gedrängt wie du. Okay.
Tja, das ist es ja gerade. Ja, das ist ja das. Habe ich zu sehr gedrängt? Ja, schon. Haben Sie uns aufgelöst, weil ich nicht still am Schreibtisch saß und brav Zettel gestempelt habe? Lieber da sitzen, Titel spielen oder Solitär Main. Wenn nichts Translation ist, ein riesiger Erfolg. Beruhig dich, Sarah. Du siehst diese Nachricht als Omen. Da was passiert, beruhig dich, Sarah. Nein, verdammt. Ich nicht sage gefallen jetzt hat sie das. Ausnahmsweise mal, was ich denke, statt so zu tun, als wäre alles prima. Oha! Nenn es, wie du willst. Mein Antrieb, meine Initiative. Chill mein doch mal. Optimismus. Ich wusste, wenn man zu einer Frau sagt, chill doch mal, ist Endgegner. Und mein schlimmster Albtraum. Gut programmiert hier. Sie bringen mir immer wieder Machtpositionen ein. Dabei will ich eigentlich das All erkunden und nicht am Schreibtisch Buchhaltung machen. Du hast Angst, dass die Constellation Anwesenheit zerbricht. Vielleicht solltest du als Vorsitzende zurücktreten und einfach entdecken. Wir sollten das vorerst vertagen. Nee, das erste, oder? Ja, genau. Wenn dir das so klar ist, wie klar ist es dann erst Barrett oder Matteo? Sie brennen bestimmt schon darauf, mich zu ersetzen. Verdammt. Verdammt. Die Wichser. Keine Sorge, Sarah. Wir finden eine Lösung. Zusammen. Tut mir leid, dass ich dich so bedrängt habe. Hey, du wolltest doch mit mir reden. Genau, du wolltest mit mir reden. Nee, keine Sorge, finde ich schon. Oh Gott, es tut mir so leid. Du willst mir helfen und ich brille dich an. Ja, echt, hey. Du schreist mich hier an, Digi. Was soll denn das hier? Nachdem Arsha in Rente war, hat sich niemand mehr einen Dreck um mich geschert. Wenn die Arsha in Rente sind, ist doch geil. Da sind keine mehr da. Ich werde immer für dich da sein. Hör mal, du hast offensichtlich Gefühle für mich. Aber doch nie in meinem Leben Zeit für sowas. Ich hatte noch nie in meinem Leben Zeit für so etwas. Ist ja halbes Real Life. Es liegt nicht an dir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so nächster eine Koop F. Nicht jetzt. Aber danke, dass du mir zugehört hast. Das hat wirklich geholfen. Nächster Korb bekommen. Captain. So ist das hier. Das ist echt das Real Life hier. Beste, ja.